Hier in Botenheim, an der Peripherie des Ortes, lebt Familie Buja auf dem ausgesiedelten Kornhof mit zwei Kindern, Zwergziegen und vielen tausend Hennen, unter die sich hin und wieder auch mal ein Hahn mogelt. Wie sind Sie denn nicht auf den Hund, aber auf das Huhn gekommen? Ja, meine Eltern haben in der 1959 mit der Hühnerhaltung begonnen, damals noch im Ort drin, mit kleinen Ställen zunächst, haben das weiter ausgebaut und meine Frau und ich haben dann 1993, als wir den Betrieb übernommen haben, auch zügig damit begonnen, den Betrieb auszusiedeln, einfach um eine wirtschaftliche Weiterentwicklung zu gewährleisten. Nun hat sich ja gerade in der Hühnerhaltung in den letzten, ich will mal sagen, 10 Jahren einiges getan und verändert. Ja, wir hatten in den 80er Jahren noch alle Hühner im Käfig und haben dann aber, da der Verbraucher immer mehr alternative Haltungsformen nachgefragt hat, schon frühzeitig begonnen umzustellen auf Bodenhaltung und haben hier jetzt mit der Aussiedlung die Umstellung komplett auf Boden- und Freilandhaltung vorgenommen. Ist es eigentlich wahr, dass jedes Huhn an jedem Tag ein Ei legt? Nicht ganz. Es ist so, wenn die Hühner jung sind und mit dem Legen beginnen, dann legen sie relativ pro Tag ein Ei. Aber wenn die Hühner dann älter werden, dann kennen sie es einfach auch von der körperlichen Leistungsfähigkeit her nicht mehr und die Leistung sinkt dann wieder etwas. Wie kriegt man denn eigentlich überhaupt raus, woher das Ei ist, was man gerade gekauft hat? Gibt es da irgendein Zeichen? Ja, jedes Ei, das im Handel verkauft wird, hat einen Stempel aufgedruckt, einen Code. Da kann man nicht nur die Haltungsform erkennen und das Herkunftsland DE für Deutschland, sondern eben auch das Bundesland. Hier steht die 08 für Baden-Württemberg und dann kommt noch ein Betriebscode und zum Schluss die Stallnummer, sodass jedes Ei bis in den Stall zurückverfolgt werden kann. Ja, wäre ich ein Huhn. Frische Eier vom Kornhof. Täglich laufen durch die Sortiermaschine Tausende von Eiern. Das Gewicht entscheidet, in welchen Schachteln sie landen. Hier werden die Eier sortiert, die heute Morgen gelegt worden sind und morgen an der Kunde ausgeliefert werden. Frischer geht's nicht. Die Kunden profitieren außerdem noch von den kurzen Transportwegen, egal ob Supermarkt oder Hofladen. Bujas Hennen geht es richtig gut. Die Tiere können täglich an die frische Luft scharren, picken und Flügel schlagen. Der Unterschied zwischen der Boden- und der Freilandhaltung besteht lediglich darin, dass die Freilandhennen hier, wie man sehen kann, auf die grüne Wiese raus können. Aber auch die Bodenhaltungshennen können bei uns im überdachten Wintergartenauslauf ihre Bedürfnisse ausleben. Beim Futter macht Peter Buja keine Kompromisse. Weizen und Mais stammen aus eigenem Anbau. Dazu kommen Sojaschrot und Sojaöl. Alles garantiert ohne Gentechnik. Frische Eier von glücklichen Hühnern vom Kornhof der Familie Buja.